tektonische Küste. Eine der größten Ölkatastrophen aller Zeiten. Die Aufbauten des Wracks reichen bis dicht unter die Wasseroberfläche. Delos hat ein Team von professionellen Tauchern engagiert, die ihn begleiten und mit denen ihm das Innere des Schiffs erkunden. Wie hat sich das Material verändert? Nach einem Vierteljahrhundert. Welche Organismen haben sich festgesetzt und alles mit einer lebenden Haut überzogen? Die Natur des Meeres hat der Technik allen Glanz genommen. Der Supertanker ist zu einem Riff aus Rost geworden. Können Taucher nicht oft erleben. Das Wrack scheint unter der Herrschaft der Haie zu stehen. An diesem Bruchstück der Das Schiff, das so viel Unheil über die Natur gebracht hat, ist selbst zu einem Stück Natur geworden. Zum Schauplatz für die alltäglichen Dramen unter Wasser. Die Tauchzeit ist vorüber. Henri Delos beordert seine Kollegen,